Hallo aus Mainz von der Basta 2014. Ich sitze hier mit André Krämer. André, du hast gerade eben eine Session zu WinJS gehalten. Erklär doch mal kurz, was WinJS eigentlich ist. Ja, gerne. WinJS ist eine Bibliothek von Microsoft, die besteht aus ein paar JavaScript-Dateien und ein paar CSS-Dateien. Und wenn ich diese Bibliothek einbinde, dann bekomme ich in meiner Webanwendung das typische Windows 8 Look and Feel. Ich bekomme also Controls, die so ausschauen wie die Steuerelemente, die wir von Windows 8 kennen. Und ich bekomme noch ein paar Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel Data Binding-Funktionalitäten oder eine Promise Library dazu geliefert. Welche Vorteile hat denn die App-Entwicklung mit WinJS im Vergleich zum klassischen Modell mit XAML und C#? Naja, wenn ich eine App mit WinJS und HTML entwickle, dann kann ich natürlich all das Wissen, was ich vielleicht als Webentwickler schon habe, bereits in diese Anwendung einbringen. Bedeutet also, das richtet sich primär an Entwickler, die auch mit HTML und JavaScript entwickeln und eben nicht typischerweise mit C# und XAML. Außerdem kann ich bestehende Bibliotheken, die ich entweder selber geschrieben habe oder die es Open Source gibt, einbinden. Wenn ich also zum Beispiel sage, ich möchte gerne eine bessere Bibliothek zum Data Binding haben, dann könnte ich zum Beispiel Knockout.js oder Angular.js einsetzen. Außerdem könnte ich andere UI-Frameworks wie zum Beispiel Bootstrap einsetzen, um dies zu kombinieren. Jetzt ist die WinJS ja seit der Build in diesem Jahr Open Source. Hat das eine Bedeutung für die Bibliothek und wenn ja, welche? Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, im April dieses Jahres mit der Build-Konferenz wurde die Bibliothek zum einen Open Source, zum anderen wurde sie aber auch für weitere Plattformen geöffnet. Bedeutet also, vorher war die WinJS nur verfügbar für Windows 8 und zwar dort nur für Tablet-Anwendungen, außerdem für Windows Phone und für die Xbox. Mit dieser Open Source-Ankündigung wurde außerdem angekündigt, dass das Ganze nun auch auf anderen Geräten unterstützt werden soll, sprich in anderen Browsern wie dem Chrome, Firefox oder Safari und auch auf anderen Geräten wie einem Mac oder einem iPhone oder Android-Telefon. Und da schaut es natürlich so aus, wenn ich eine Bibliothek bereitstelle, die auf all diesen Plattformen läuft, dann brauche ich auch eine gewisse Akzeptanz bei den Entwicklern, damit sie diese überhaupt benutzen. Und nun ist es so, dass der typische Webentwickler einfach gewohnt ist, dass seine JavaScript-Bibliothek, die er nutzt, Open Source ist. Wenn also jetzt die WinJS keine Open Source wäre, dann wäre die Akzeptanz niedriger. Der zweite Vorteil liegt auch darin, dass durch diesen Open Source-Gang die Community mehr Einfluss darauf haben kann, welche Features in die WinJS in Zukunft hereinkommen, weil Microsoft dort auch von außen Code akzeptiert. In deiner Session hast du gerade eben gezeigt, wie man mithilfe der WinJS diesen typischen Windows 8 Look and Feel auch auf andere Plattformen und auch ins klassische Web bringen kann. Ja. In welchen Fällen macht das denn überhaupt Sinn? Da gibt es verschiedene denkbare Szenarien. Das eine wäre, ich habe eine bestehende App, die habe ich für Windows 8 programmiert und die möchte ich ganz gerne nun mit möglichst wenig Aufwand ins Web portieren. Immer dann macht es natürlich Sinn, die WinJS zu nutzen, weil ich dann wenig an meinem Code ändern muss, aber das gleiche Look and Feel behalte, was ich vorher bereits definiert hatte. Ein anderes Szenario ist einfach, wenn ich sage, ich möchte gerne eine Webanwendung schreiben und die soll genauso aussehen wie eine typische Windows 8 App. Ich habe also noch gar keine Windows 8 App, möchte aber eine neue Webseite schreiben und möchte diese ganzen Stildefinitionen nicht noch einmal machen, die typischen Controls und so weiter definieren und auch die ganzen Navigationsanimationen, die es unter Windows 8 gibt, nachimplementieren. Außerdem kann ich mit der Bibliothek, und das wäre so der dritte Anwendungsfall, auch eine Website schreiben, die an einem App-Container betrieben wird, sprich eine PhoneGap-basierte App oder Cordova-basierte App, die dann später auf dem iPhone oder dem Android Play Store über einen tatsächlichen App-Download bezogen wird. Jetzt ist ja letzte Woche praktisch zur Basta die WinJS 3.0 erschienen. Welche Neuerungen bringt denn die 3.0? Ja, das war ein wirklich schöner Zufall. Schaut so aus. Auf der Build wurde angekündigt, dass die WinJS Cross-Plattform sein soll. Und ab der Version 3.0 ist dies tatsächlich auch. Also mit der Ankündigung auf der Build hat die Entwicklung gestartet. Und mit der Version 3.0 haben wir nun die erste öffentliche bereitgestellte Version, die auch tatsächlich plattformübergreifend nutzbar ist. Somit habe ich zum einen jetzt die Möglichkeit, die WinJS auch unterstützt auf anderen Betriebssystemen und Browsern zu nutzen. Außerdem wurde die Bibliothek modularisiert. Vorher war es halt eine große JavaScript-Bibliothek, die viele, viele Kilobyte hatte, was auch kein Problem war, denn das Ganze lag in meinem App-Paket lokal auf meinem Tablet. Jetzt, wo ich das Ganze in einer Web-Anwendung benutzen kann, schaut so aus, dass ich halt vorab definieren kann, welche Funktionen ich von der WinJS brauche und mir dann eine spezielle WinJS-Version bauen kann, die eben nur diese Version
die eben nur diese Features beinhaltet und somit dann einfach kleiner ist und schneller heruntergeladen werden kann. Ja, danke schön, André. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß auf der Konferenz. Vielen Dank und dir auch. Danke.